Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ein neuer Elden Ring Shadow of the Erdtree Story Trailer ist rausgekommen und den möchte ich mir natürlich auch angucken. Ja, ich würde sagen, gehen wir direkt rein. Schauen wir mal. Peggy 16. Mikula the Kind spoke of the beginning. The seduction and the betrayal. Brauchen wir einen Untertitel? Auf Deutsch? Mach mal an für die Leute, die es vielleicht brauchen. Für manche Wörter brauche ich sicher auch. An affair from which gold arose. Wer ist das? Ist das die Mama von denen? Könnte sein, ne? Es könnte sein, dass das die Radagon und seine Olle ist da, die andere. Namen vergessen. Ah, wild, wer ist das alles? Ich glaube, wir gucken erst einmal durch, oder? Dass ich nicht hier ständig unterbreche, wir gucken ihn einmal durch. And so too was Shadow born. What followed was a war unseen. Die sehen geil aus. One that could never be put to song. A purge without grace or honor. The tyranny of Mesmer's flame. And so kindly Mikula would abandon everything. His golden flesh, his blinding strength, even his fate. But we are not deterred. Choose to follow. Will you walk with us? Ja, gut, der gute Kollege ist, glaube ich, wird wahrscheinlich der Endboss sein. So ist, glaube ich, die allgemeine Meinung dazu. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz hier diese ganzen Leiber, die hier aufeinander gestapelt sind, voll wild, ey. Wie das aussieht. Ich kann hier tatsächlich, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Da, die sehen geil aus hier, die brennenden Körbe. Der Mesmer ist sehr sicher der Endboss. Okay. Was haben wir hier noch? Ihn hier, das sieht auch entweder so zwischenbossmäßig
Oder ist das der Mesmer? Es könnte sein, ne? So von der. Die Collectors Edition schon bestellt, nice. Das könnte er sein. Sie sagt hier ja auch was von den Flammen. Dann hier eine traurige Lady. Und das ist er. Der Gute, ne? Aber, also, hier, das ist ja dann quasi schon Radagon, der hier hängt, vermute ich. Blippo, grüß dich. Das müsste doch schon Radagon sein. Und Mikela hat alle im Stich gelassen. Da fehlt mir jetzt, glaube ich, ein bisschen Hintergrundwissen zum Elden Ring normalen Story und Lore. War Mikela ein Guter? Scheint so. Und er hat sein Schicksal zurückgelassen und so weiter. Aber warum und so wird natürlich jetzt hier nicht gesagt. Das wäre zu viel Info. Sieht auf jeden Fall mega cool aus hier wieder. Ich bin mir nicht sicher. Man geht wahrscheinlich in die Vergangenheit, schätze ich. Und deckt diese ganze Story um Mikela rum und wie das passiert ist und was da los ist. Sowas in der Richtung wird man wahrscheinlich aufdecken. Ist meine Vermutung. Er ist der Bruder von Malenia und wollte sie retten. Ah, guck an. Ja, Mikela war ein Guter. Okay. Und hat dann alle im Stich gelassen. Wahrscheinlich, weil er sie retten wollte irgendwie. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf den DLC. Und mit dieser kurzen Reaction sage ich Dankeschön fürs Einschalten, YouTube. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.